einmal um die Lust, um Kochen zu wecken, hier am Anfang schon mal das fertige Gericht. Ja, okay, verwendet habe ich beim Kochen Ananasstücke aus der Dose, 2,5 Kilo Kartoffeln, Currypulver, Zwiebeln, frische Bohnen aus Senegal, aus Westafrika, Zwiebeln, Zwiebelschale gerieben und Zwiebelsaft, Erbsen von vorgestern und Möhren, 1 Kilo. So, hallo, ich bin Richard. Jetzt kommt meine Interpretation von dem Rezept. Es nennt sich grünes Gemüsecurry. Grün schätze ich, weil es ohne Fleisch ist, einfach nur grün Gemüse. Genau. Und vorweg möchte ich noch sagen, in der 4. Klasse habe ich gelernt, Spaghetti soll man 10 Minuten kochen. Heute weiß ich, das ist Geschmackssache. Einfach so lange kochen, bis es so weich ist, wie man es mag. Okay, gut, und jetzt geht es los. Einmal kurz noch, ich kann nur betonen, dass es auch gut geschmeckt hat. Auch zwei Freunde haben davon gegessen. Nochmal zu den Zutaten. Das heißt, der grüne Gemüsecurry, wahrscheinlich, weil es am Ende eigentlich grün sein sollte von der Farbe. Bei mir ist es jetzt nicht grün, weil ich habe die grüne Currypaste weggelassen. Vielleicht hätte die grüne Currypaste es grüner, auch noch grüner gemacht. Ich habe das Rezept insofern abgeändert, dass ich die grüne Currypaste ausgelassen habe. Knoblauch auch, Naturreis und Kokosmilch. Aber für die grüne Currypaste habe ich mir dann einen Ersatz überlegt. Das war einfach die Erbsen noch von gestern aus dem Kühlschrank, die schon offen waren. Und ansonsten habe ich zuerst die 2,5 Kilogramm Kartoffeln geschält. Das sieht man auch gerade hier jetzt. Geschält, weil ich davon ausging, dass der Rezeptgeber auch geschält hatte und die meisten schälen, deswegen habe ich auch geschält. Und zwar sind ja eigentlich angeblich in der Schale die Vitamine, allerdings sind die Vitamine ja zwischen Kartoffel, Möhre und Schale. Das heißt, die Vitamine werden ja nicht weggeschält, wenn man die Schale wegmacht, weil die sind ja unter der Schale und nicht in der Schale. Also mittlerweile sind die 2,5 Kilo Kartoffeln geschält. Eigentlich wollte ich es in Slow Motion haben, lief leider nicht. Aber Zeitraffer passt auch eigentlich viel besser jetzt. Gut, dann geschälte Kartoffeln nehmen und klein schneiden. Jetzt sieht man klein geschnittene Kartoffeln in den Topf. Und ich habe nicht alle geschnitten, sondern ein paar beiseite gelegt für die nächsten Tage. Gut, dann die Kartoffeln geschnitten in den Topf rein und die Möhren schälen. Ja. Und jetzt alles in den Topf, alles geschnitten in den Topf und einfach so viel Salz, dass es salzig genug ist, aber nicht vergessen, später kommt Curry rein und nicht, dass es dann mehr nach Salz schmeckt als nach Curry. Gut, jetzt kommen die frischen Bohnen aus Senegal, 500 Gramm, Westafrika, Amtssprache Französisch. Bohnen, zu den Bohnen, die habe ich gewaschen, weil ich dachte, vielleicht muss man das, stand auch im Internet. Dann habe ich diese Enden abgeschnitten, weil die nach Holz schmeckten. Dann die Bohnen geschnitten, auch mit dem Topf und alles kocht schon. Kartoffeln und Karotten zuerst übrigens, weil die halt sehr hart sind und lange brauchen, bis sie weich sind. Jetzt geht es an die Zwiebeln. Eine großzügige Handvoll Zwiebeln einfach. Und auch schälen, kleinschneiden. Erb in den Topf, kocht in einen anderen Topf, weil der Freund, für den ich mitgekocht habe, der darf keine Zwiebeln essen, deswegen im extra Topf. Jetzt kommt der Geschmackstest. Ist die Karotte weich genug? Ja. Ich fand schon, wird probiert, schmeckt, Kartoffel auch schon weich und auch die Bohne ganz okay. War das erste Mal frische Bohnen und Bohnen nicht aus der Dose. Ja, und jetzt ist im Prinzip ja eigentlich alles fertig. Jetzt kommt noch, wird das Wasser abgegossen, dann wird Zitronenschale gerieben, Currypulver und Ananassaft. Ananassaft, Zitrone. Ne, Ananassaft, Zitronen geriebene, Zitronensaft und Currypulver, jeweils 2 Esslöffel. Ja, und dann war's das. Dann kann man das essen. Super gut. Viel Spaß beim Nachmachen und variieren.